Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder eine Runde Paragon. Ja, natürlich, es kommen ja immer alle drei Wochen ein neuer Held und wir hatten ja seit ungefähr einem Monat nicht mehr Paragon. Und wir haben diese kleine schöne Heldin hier vergessen zu testen. Und zwar, ihr Name heißt Yin, wie man schon im Titel sehen kann. Sie hat ja diese Peitsche, wo man diese Leute auspeitscht hier. Und ja, als erstes muss ich mir die Attacken mal durchlesen. So, Fähigkeitsschaden von 10 aus dem Umkreis von 150 Einheiten in gewählte Richtung springen bei Verbündeten, Untertanen und Gegner. Windbrenner, Reichweite des Grundangriffs auf 1050 Einheiten erhöht 1000% Spalten, 6 Sekunden Dauer, Flächenwirkung, wegstoßen. Okay, das ist bestimmt wegstoßen. Die Ulti und dann macht sie noch Schulden, also Schaden meine ich. Peitschenknall, Standardangriff, ja. Rückschlag, schleudert gegnerische Projektile zurück. Okay, gut. Dann probieren wir mal aus. Oh, geil. Okay, das ist ihre erste Attacke. Sie ist Fernkampf, glaube ich. Ja, na klar. Am 4. April kommt sogar noch mal eine neue Heldin. Die muss ich dann auch noch testen. Aber welches ist, sage ich noch euch noch nicht. Sie steht schon im Hauptmenü unter Bildern. Aber die sage ich euch noch nicht, damit ihr euch überraschen lässt. Was haben wir jetzt, meine Peitsche? Oh, hier Yin gegen Yin, Alter. Das ist richtig krass. Boom. Und Klatsch. Und Peitsch. Und Peitsch. Und Peitsch. Das ist voll witzig, mit ihr zu spielen. Peitsche macht doch viel Schaden. 55. Boah, das war knapp. Der flüchtet jetzt bestimmt. Den einen habe ich schon mal ein bisschen runtergekriegt. Na los, komm doch in den Tower. Okay, ich bin Level 8. Ich habe jetzt die Kreisattacke freigeschaltet. Hä, was bringt die Kreisattacke nochmal? Reichweite des Grundangriffs auf 1050 Einheiten. Ich verstehe das nicht. Okay, sie wird stressen, komm her. Ach so, ihre Attacke ist stärker. Ihre Attacke ist stärker. Also wenn man Kreis drückt, dann ist halt diese Anzeige und ihre Peitsche wird stärker und hat, glaube ich, auch längere Reichweite. Okay, wir spawnen mal zurück. Das habe ich auch noch nicht gesehen von ihr. Was ich irgendwie verstehe, es kommen nur Girls, sagen wir mal jetzt. Also Girls-Heldinnen jetzt und keine männlichen Charaktere irgendwie. Vielleicht machen die das so, dass ein halbes Jahr nur halt Frauen und so kommen und dann männliche. Also erstmal weibliche und dann männliche. Mehrere hintereinander. Ich weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall Angriffsgeschwindigkeit, damit ihre Peitsche schneller schlägt. Du brauchst was für jeden Held sozusagen.
Angriffsgeschwindigkeit. Das ist einer der wichtigsten Sachen, glaube ich. So, dann lass mal den linken Pfad angreifen. Oh, die sind schon zu dritt dort. Die machen hier Gruppenversammlung. Oh, da ist sie nach vorne gesprungen. Lass meinen Freund in Ruhe. Ja. Oh, das ist voll krass bei ihr. Einfach nach vorne springen und dann hat man sich schon mit einer Zeit so klatscht in den Kopf. Also ich muss sagen, ich kann gut mit ihr umgehen jetzt sozusagen. Nur ihre Attacken muss ich noch ein bisschen setzen. Wir machen dann mal Trank und Mana. Wuhu, Sieg! Um den ersten Tower jetzt erstmal. Ich bin fast Level 3. Ja, jetzt bin ich Level 3. Ich will ihre Ulti wissen. Aber ist ja erst auf Level 5. Lass mich in Ruhe gehen. Okay, ich glaube, ich bin jetzt hier gefangen. Ah, der Mörder hier. Lass ihn ruhig gehen. Du musst gegen mich kämpfen, nicht gegen den Kleinen dort. Gegen den Gideon. Ist das Gideon? Nee. Jetzt wirst du sterben, meine Liebe. Bumm. Oh, da ist noch eine. Bumm, da bist du auch weg. Boah, ja, Double Kill. Ich kann gut mit ihr spielen, muss ich sagen. Okay, die Gegner waren jetzt ein bisschen, naja, sind ein bisschen low gewesen. Ja. Was, der eine schon 5? Krass. Wie viele Kills hat er denn? Er hat nicht mal einen Kill. Ich bin der zurzeit mit den meisten Kills in der Lobby. Ach ne, der. Doch, ich bin der mit den meisten Kills. Zurzeit. Wir haben schon eine Chance. Wir haben schon eine Chance zu gewinnen. Ja, Gott sei Dank. Ja, Kinetik. Ja, ich brauche die Angriffsgeschwindigkeit. Ja, jetzt ist doch schon die Peitsche schneller. Die wollen hier Beef, sehe ich gerade. Hä, was hat Gideon da gemacht? Ah ne, das war unser Gideon. Oh, da bin ich ja von den Steinen gekommen. Glaube ich zumindest. Ich habe Leben verloren, oder? Ich bin aber nur Level 3. Nein, Gideon. Zurück. Oh nein, das ist eine Falle. Ich komme nicht zu viel. Verpisst euch. Ich habe nicht so richtig was gegen die Minions. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay, ich muss glaube ich zurück. Okay, zurück. Nein, ich glaube, ich werde sterben. Hey, warum attackiert er mich nicht? Ist er dumm? Ist der eine dumm? Er war neben mir. Und er hat mich einfach nicht attackiert. Okay, dann spawnen wir lieber zurück. Ah, nochmal noch eine Sache zum Stream gestern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Stream gestern. Auch wenn wir nicht Platin wurden. aber es war knapp. Aber ich hatte auch keine Lust,
mehr als 3,5 Stunden Stream zu machen. Ich war dann auch voll müde die letzten Matches, deswegen habe ich dann den Stream beendet. Aber ich glaube, dass 3,5 Stunden reichen, liebe Leute. Völlig komplett ausreichend für Rainbow, und weil die Matches so gut waren, habe ich doch den Stream noch hochgeladen, also dass er noch auf YouTube bleibt und nicht gelöscht wird. Ich bin immer noch nicht 5. Ich mach mal meine Viereck Attacke jetzt hoch. Oh, die eine ging jetzt Level 3. Ich glaube, ich erstelle mir ein Deck für sie. Das ist ja dieses Anfangsdeck, was ich ja habe. Also wenn man einen neuen Helden noch nicht benutzt hat, wie ich jetzt mit Jen zum Beispiel, oder die meisten Helden, die ich ja nicht benutze, dann hat man dieses Anfangsdeck, was dir halt das Spiel stellt. Und man kann halt eigene Decks erstellen. Man kann ja Karten von Kartenpaketen kriegen. Und dann sein eigenes Deck erstellen. Und das habe ich schon für ein paar Helden. Wie zum Beispiel bei Gideon, diesen Magier, oder bei dem Tanker, wie hieß er nochmal, Steel, ja. Diesen orangenen dicken Transformer. Habe ich gerade die eine Attacke abgewehrt? Sah so aus. Ich glaube, die gehen jetzt zu viert auf mich. Okay, der Power ist weg. Der Power ist weg. Ich kann, glaube ich, nichts machen. Ja, ich muss weg. Ich wäre dann nur verreckt, wenn ich da drin wäre. Die können ja nur zu viert auf eingehen. Ha, du Lappen! Spiel erstmal richtig. Sag ich jetzt mal. Weißt du, er rennt in den Tower rein, versucht mich zu kriegen und verreckt dann selber. Das sind so richtige Noobs in Paragon. Sozusagen. Wirbelnder Zauberstab. Die gibt auch Angriffsgeschwindigkeit, aber ich muss erstmal Level 5 werden, damit ich den zweiten Slot kriegen kann. Deswegen bringt mir das noch nichts. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen unentdeckt bleiben. Oh ne, da ist schon einer. Der SS. Ne, SWW Gideon. Oh, der ist mir bestimmt viel zu stark. Der hat ja noch keine Ulti, ne? Ich hab die Ulti jetzt. Ich weiß nicht, was die machen kann. Der eine Gegner gegen ist Level 3, das heißt, er kann seine Ulti nicht. Was hat das gebracht? Das war die Ulti. Schleudert gegnerische Projektile zurück. Ach so, die Attacken, die er macht. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, diese Steine von Gideon. Jetzt hat er diese Steine, die vom Himmel fallen. Ja, sieht man ja jetzt gerade. wenn ich dann in dem Moment Dreieck drücke, oder wenn ich Dreieck drücke und halt dieses Wirbelding ist, dann kriegt er auch den Schaden. Glaube ich, das ist doch so gemeint. Das ist schon krass, wenn es eine harte Ulti ist. Von Gideon ist sehr harte Ulti. Guck, wie schnell er verreckt. Guck, wie schnell er stirbt. Oh mein Gott. Nein, Gideon, wieso wolltest du von mir abhauen? Ah, ich kann gut mit dir spielen. Oh, die sind richtig stark, finde ich. Oder die Gegner sind schlecht. Na, ah, die Range ist natürlich ein bisschen für den Eimer. Ah, das ist unser Flammenwerfer. Das erzeugt er hier. Er kann diese Dinger planten. Ja, ich schätze mal, der Tower gehört hier unten. Ja. Ich schreibe mal nochmal gute Arbeit. Die ändern das immer.
Der nächste ist auch weg. Doppelkill. Nicht schlecht. Ja, schade. Also ich stehe bis jetzt 7-0. Also Kills 0, 7 meine ich. Und Verluste. Und ich korrigiere 8 Kills. Ja, ich glaube, dass die Gegner Anfänger sind, glaube ich. Und hat Triple Kill gemacht, oder? Ja, Triple Kill. Oh ne, von der verziehe ich mich lieber. Es ist nämlich auch hin und ich will nicht gebrutzelt werden oder ausgepeitscht. Von der. Ja. Ich glaube, ich werde ein Deck für sie erstellen und öfter mal mit der spielen. Also mit der kann ich sehr gut spielen, wie man es gerade sieht. Ich spiele zum ersten Mal gerade mit ihr, ohne Spaß, Leute. Wenn das Match zu Ende ist, dann könnt ihr auch das Level, jeder Charakter hat ja ein Level. Als Beweis zeige ich euch, dass ich noch gar nicht mit ihr gespielt habe. Weil ich Level 1 bin mit ihr. Und wenn man ja ein Match beendet, kriegt man ja XP. Man sieht dann, dass ich noch nicht mal XP von der bekommen habe. Ja, damit ihr es nur wisst. Aber ich glaube, ihr glaubt mir schon, dass ich noch gar nicht mit ihr gespielt habe. Aber ich spiele schon das Spiel sehr lange und man muss halt den Kopf haben für dieses Spiel. Es ist halt ein Mobile-Game, ne? Wer einfach sinnlos in den Tower reinläuft, der kann das Spiel verkaufen gehen. Okay, die Minions sind auch da. Ich schätze mal, der Tower ist auch weg. Ja, der Tower ist weg. Oh mein Gott, das ist ihre scheiß Ulti, ne? Boom! Oh mein Gott, Digga! Der Gegner hat sich so verarscht gefühlt. Er hat sich bestimmt so verarscht gefühlt, ich schwöre. Er so, ja, ich habe so wenig Life und bin am Turm und dann so hin. Boom! Oh, dieser Attacke, Alter. Wie viel Kills habt ihr mit dieser Attacke eingeholt? Echt krass, den, ey. Und den nächsten. 10 Kills. Mal gucken, vielleicht schaffen wir 15 Kills. Ich weiß nicht. Also sie ist, glaube ich, viel zu überpowered. Man sieht, sie ist viel zu überpowered. Sie ist viel zu überpowered. Schätze ich mal. Sie ist richtig stark, finde ich. Viele Helden können dagegen nichts, glaube ich, machen. Man sieht ja, er hatte Full Life und ich hatte gerade mal die Hälfte des Lebens und habe ihn so genommen. Hat man ja gerade gesehen, Leute. Ob wir das gewinnen? Mal schauen. Ich glaube, wir hätten eine Chance zu gewinnen. Aber wer hat schon bitte hier? Guckt ihr das an? Guckt euch das an, Leute. Ein Kill, 11 Kills, dann ich so 11 Kills. Dann so ein Kill, 4 Kill, ein Kill. Dann hier nochmal ein Kill, 3 Kills, 0 Kills, 3 Kills. Allgemein, wir haben 18 Kills. Was? Die haben kapituliert! Die haben kapituliert! Oh, das ist krass, Leute. Die haben einfach kapituliert, die Lappen. Bestimmt, weil ich sie so rasiert habe mit Jin. Oh, das ist einer meiner besten Runden, Leute. Ja, das sollte mal heute von der Folge gewesen sein. Oh, das ist krass. Also man sieht, Leute, wie man hier sieht, ich bin Level 1. Oh, wir haben schon eine Silberkiste bekommen. Da, seht ihr? Das ist jetzt mein erstes Mal. Ja, ungefähr ein halbes Level haben wir jetzt bei ihr bekommen. Und ja, Ruf und ja. Ich bin auch schon 23,5. Ja. Kein Wunder, ne? Also, das ist die neue Heldin. Eigentlich wollte ich sie jetzt nicht zeigen, aber na komm, ich bin mal nicht so fies. Ab 4. April. Und ja, in ein paar Wochen werde ich sie dann auch Let's Play. Es ist eine sie, kein Mann. okay, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat.
Und dann sehen wir uns bei den nächsten Folgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, liebe Leute. Ciao.